Ich meine, man muss einfach sich verbildlichen, wie zentral Molkereiprodukte in unserem Leben sind. Man wird geboren und direkt säugt einem die Mutter, die eigene Mutter, mit Molkereiprodukten. Entsprechend denke ich wirklich, dass das in unseren Genen ist und in unserer wirklichen Urerfahrung. Das ist ein tiefes Bedürfnis für uns in unserer Gesellschaft, das zu konsumieren, aber uns auch damit auseinanderzusetzen, auf einem ganz neuen Level. Ich glaube, das interessiert alle von uns, von mir aus natürlich einen, ich will schon sagen, eine Liebesbeziehung zu Molkereiprodukten. Die Mopro Promo Medienschmiede. Anlaufstelle für alle, die mit Molkereiprodukten oder deren Erzeugern arbeiten. Hier erfahren wir vom neuen Chef des Molkerei-Fachmagazins die Entstehungsgeschichte der Mopro Promo. Ja, ist ganz interessant. Ich war mal in der DB-Lounge und da lag da ein Fachmagazin aus die Mopro damals. Ich habe direkt gemerkt, da steckt eine gute Idee hinter, aber die Umsetzung, ja, da hat es doch noch an einigen Stellen gefehlt. Die Ambition war einfach zu klein, nicht klar, ein bisschen milchig. Und da dachte ich einfach, da geht noch mehr. Da hat Handwerk gefehlt, da hat eine klare Vision gefehlt. Jemand, der durchgreift, der ein bisschen Stringenz reinbringt und das Ganze mal ein bisschen ultra hoch erhitzt den Laden. Ja, ein bisschen was reinbringt, ein bisschen Kraft. Das hat dem Laden gefehlt und da habe ich mich dann ja, relativ schnell gemeldet. Die waren auch wirklich hochbegeistert, die Kollegen, beziehungsweise ich habe dann eben über den Verlag obenrum mal gefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass ich da einsteige. Und da sind wir doch auch direkt zueinander gekommen, ja. Und so ergab sich das tatsächlich. Ab diesem Zeitpunkt sind die Segel auf Erfolgskurs gesetzt. Der neue Chefredakteur bringt frischen Wind in die Redaktion des kleinen Branchenblattes. Wir haben dann relativ bald entschieden, oder ich habe entschieden, dass wir das Magazin von Mopro zu Mopro Promo umbenennen. Und ich finde auch, der neue Name geht runter wie Butter. Und um einfach auch darzustellen, was wir erreicht haben, schon relativ kurz nachdem ich dann das Ruder übernommen habe, dass wir doch sehr schnell das führende Molkereiprodukte-Promotionsmagazin im deutschsprachigen Raum waren. Und ich finde, das sollte auch der Name zeigen. Mopro Promo ist griffig und zeigt es auch ganz klar. Der Erfolg gibt ihm recht. Die Auflagezahlen der Zeitschrift stimmen. Die Vision ihres Chefredakteurs ist allerdings größer. Schnell ist absehbar, dass das Team neue Wege beschreiten muss, um relevant zu bleiben. Ich denke, es ist wichtig zu realisieren, dass die Mopro grundsätzlich erstmal nur ein Printmagazin war, aber das reicht heutzutage natürlich nicht mehr. Wir haben uns deswegen mit der Mopro Promo wirklich in den sämtlichen Medienbereich reinbewegt. Auch im Digitalen sind wir stark vertreten und quasi auf allen wichtigen Plattformen platziert. Wir sind natürlich auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, MySpace, Pinterest, Tumblr, Snapchat, Reddit, sind wir überall drauf und machen da auch, denke ich, coole Inhalte, haben da vieles für uns entdeckt. Mit Patrick Steen ist dem Medienphänomen der nächste Coup gelungen. Der Social-Media-Star dokumentiert den Alltag seines Chefs im Internet auf sozialen Netzwerken und begeistert auf diesem Wege sein Publikum. So ein großes Feld bespielt man natürlich auch nicht alleine und vor allem auch nicht in der Qualität, die Leser der Mopro Promo erwarten. Und da haben wir uns ein bisschen für unser zugegebenermaßen eher klassisches Team einen echten Experten dazugeholt. Unseren Social-Media-Manager Patrick Steen, der auch echt einen tollen Job macht, tolle innovative Formate sich überlegt, unseren Redaktionsalltag zu begleiten, ein bisschen zu filmen und auf Stories rauszuhauen, was hier so abgeht und was gerade aktuell ist. Und auch mich als Chefredakteur ein bisschen näher zu zeigen, ein bisschen nahbar. Und auch so den jungen Leuten draußen zu zeigen, wie so ein Mo-Profi heute arbeitet. Wo Sie aber mal gerade hier sind, habe ich tolle Neuigkeiten aus dem Mopro-Promo-Haus für Sie. Wir haben hier einmal das Mopro-Promo-Branchenblatt, wo es diesmal um tolle Themen geht, wie Sie aus Ihrem Milchimperium noch mehr rausholen als nur Käse. Aber das ist natürlich nicht alles. Wenn wir das einmal weglegen und dann uns nochmal hier was anschauen, haben wir hier auch das Mopro-Promo-Boudoir-Magazin, wo wir tolle Themen haben, ein bisschen lockerer draufschauen, unter anderem, wie mache ich meinen eigenen Tzatziki und, hulala, die Miss Milch und pikante Einblicke in ihr Milchkonsumverhalten. Kurz darauf bekommen wir die teils unkonventionellen Mittel zu sehen, die Hans Arno ergreift, um den Einflussbereich seines Magazins zu erweitern.
So, ich habe mich heute mal zu unserem lokalen Supermarkt begeben, weil ich hier tatsächlich jede Woche bin aktuell, um den Marktführer davon zu überzeugen, die Mopo-Promo ins Kühlregal zu legen. Ich mache das jede Woche, er nimmt sie immer wieder raus, da bin ich ziemlich sauer drüber. Heute versuche ich es mal wieder, einmal die Mopo-Promo dabei, packe sie einmal in den Markt. Da komme ich mal gleich wieder und werde mal berichten, ob ich erfolgreich war. So, wir sind jetzt sehr aktuell im Supermarkt. Gucken, dass niemand schaut, weil es da immer ein bisschen. Dann packen wir das hier einmal hier. Und raus hier los. Wir bei der Mopro Promo sind natürlich auf hartem Expansionskurs und überlegen auch schon ein Konkurrenzmagazin aus dem Fleischkonsummarkt zu übernehmen. Auch wenn das natürlich für die Kollegen zugegebenermaßen das Worst-Case-Szenario wäre. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, schaut der Chef noch persönlich beim Erzeuger vorbei. Nicht nur, um sich über Neuigkeiten zu informieren. Er nutzt die Gelegenheit auch, damit er sich vom Alltagsstress erholen kann. Ja, das ist doch wirklich herrlich hier, oder? Da sieht man mal so richtig, wo die Molkereiprodukte eigentlich herkommen. Und das ist auch, warum wir heute hier sind, damit Patrick ein paar Stories von mir aufnehmen kann. Da wird man mal sehen, wo kommt das alles her? Unsere Konsumenten sind sehr daran interessiert, wo das Molkereiprodukt rauskommt, quasi aus dem Molkereiprodukt hier in dem Fall. Und da wollen wir mal dem Ganzen auf die Spur gehen heute, mal schauen, wie das so abgeht. Direkt hier auf dem schönen Biobauernhof ist wirklich herrlich. Wenn man hier mal so ein bisschen in die Weite schaut, da werde ich ganz sentimental, könnte man sagen. Das ist einfach, das geht richtig tief rein bei mir, wenn man hier mal so schön sieht, was hier so abgeht. Selbstverständlich immer an seiner Seite Patrick. Mit dem Smartphone dokumentiert er alles, was okay. Der Zuschauer nicht verpassen darf. Mal kurz. Und ich bin da. Stell bitte sicher, dass man das gut, vielleicht so die Weite sehen kann und ich dann so ein bisschen da so reinschaue. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. So. Wissen Sie, wenn Sie Milch fragen, dann muss ich ganz klar sagen, dass wir als Mopro Promo die Nummer 1 der Medienmarken im deutschsprachigen Raum werden möchten. Wir möchten uns nicht beschränken auf irgendwelche Branchenbereiche oder Nischenbereiche. Nee, Molkereiprodukte sind ein Massenphänomen und wir möchten als berichterstattendes Magazin darüber auch ein Massenphänomen sein. Und ich sehe uns da auf einem ganz, ganz, ganz hervorragenden Weg. Mir ist meine Brille runtergefallen, Patrick. Willst du die mir einmal bringen, bitte? Da. Danke. Ich denke, ich bin schon in allem, was ich tue, sehr bescheiden. Ich glaube, wir haben ganz klar realistische Ansprüche an unsere Arbeit. Ich versuche mich auch immer so nach dem Stadtwahnsinn ein bisschen zu erden. Und da sitze ich natürlich auch gerne auf dem Boden. Also ich denke, da bin ich auf jeden Fall schon nah dran, auch an der Basis. Schreib, nach so einer mo-produktiven Woche ist es am schönsten, raus in die Natur zu fahren und mit dem Produkt zu meditieren, mit dem Molkereiprodukt zu meditieren. Hashtag Calm Down Friday, Hashtag Weekend, Hashtag Mopro Nature. Das ist richtig gut. Richtig gut. Ja, wir gehen jetzt aktuell zur Milchtankstelle hier. Die tauchen jetzt immer mehr auf in Deutschland und wir lesen daran ab, dass es insgesamt ein gesteigertes Interesse an Molkereiprodukten gibt. Und da möchten wir uns natürlich ranhängen. Und die Idee ist aktuell auch ganz klar, dass in jeder Milchtankstelle schön die Mopro Promo verkauft wird. Frisch zur Milch dazu ist natürlich eine tolle Sache. Und vielleicht im nächsten Schritt ja auch in jeder Tankstelle.
Ja, wer weiß, das ist natürlich hier Weiterdenken, sage ich mal. Milchtankstelle, Tankstelle. Und ich sag mal, wir holen jetzt erstmal schön direkt ein frisches Glas Milch, so schön am Freitagabend. Das mache ich regelmäßig. Und das Milchabzapfen geht jetzt ganz einfach, das zeige ich mal. Tür auf, Glas drunter und dann schön einfüllen. Sieht das gut aus. Und dann sage ich mal, aufs Wohl, schön frisches Glas Milch. Ich glaube, wer qualifiziert über ein so beliebtes und wichtiges Produkt spricht, da ist der Erfolg vorprogrammiert. Ich sehe uns halt da auch so ein bisschen als wirklich als die Sahnehaube der Medienlandschaft und sehe aber gar kein Problem, dass wir da eine große Leserschaft finden werden. Und ich glaube, die ersten Anzeichen dafür sind auch schon da. Während unseres Besuchs auf dem Bauernhof stellt Herr Müller noch einmal seine Kenntnisse und Erfahrungen rund um Molkerei und Landwirtschaft unter Beweis. Ja, ich würde mich sogar als sehr erfahren bezeichnen, was Landwirtschaft angeht und insbesondere natürlich Molkereiwirtschaft. Ich habe schon einiges an Erfahrung sammeln können, war auf diversen Bauernhöfen in den letzten Jahren auch im Urlaub und spiele auch sehr viel Landwirtschaftssimulator. Habe da auch online schon ein bisschen Credibility gesammelt, würde auch sagen, dass ich da in der Community mittlerweile durchaus bekannt bin. Und von daher kenne ich tatsächlich einige der Geräte, wie sie funktionieren, kann auch ein bisschen was zu erzählen. Also wenn wir zum Beispiel hier einmal schauen, das ist ein Grubber, der benutzt wird, um den Boden ein bisschen aufzulockern, um zum Beispiel auch Saatgut einzubringen. Oder hier vorne hätten wir einmal einen Vertikutierer, müsste das sein, auch eine schöne Sache, ja. Und insofern, ja, ich würde da schon sagen, dass ich da sehr erfahren bin. Das ist ja auch das Reizvolle vielleicht, dass ich diese Knowledge aus Molkerei, Wirtschaft und Medienwirtschaft zusammenbringe, so in Person. Die Kuhweide darf für Hans Arno bei keinem Bauernhofbesuch fehlen. Hier verrät er uns, dass Kühe die heimlichen Stars der Mopro Promo sind. Eine Ausgabe ohne sie ist undenkbar. Endlich mal wieder Kühe sehen, wisst ihr? Das ist. Ich am liebsten echt jeden Tag. Das wäre toll, wenn man wirklich jeden Tag Kühe sehen könnte. Mehr als ich mir erhofft habe, wirklich der Blick. Großartig, dass sie auch so nah sind. Wirklich wie ja, symbolisch letztendlich die Kuh für uns als Mopro Promo auch steht. Es ist ja wirklich ein majestätisches Tier, ein starkes Tier, ruhig, aber auch sehr gefestigt, standhaft, aber gleichzeitig auch mit den Hörnern wehrhaft. Kann auch so in einen Konflikt reingehen, kann nach vorne preschen, gerade als Herde auch wirklich, ja, kann auch mal aggressiv sein, mal reingehen, mal ein Feld erobern, quasi, ne, so ein Feld unterjochen. Und so sehen wir uns als Mopro Promo auch, so aus der Ruhe heraus, punktuell, bam, 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 wirklich so den Medienmarkt erobern. Aber ja, an solchen Tagen kann man auch einfach mal ruhig und gelassen sein, das ist auch einfach schön. Doch nicht alle Kühe leben auf solch einem Biobauernhof. Auf die Rückfrage, was seine Meinung zu konventioneller Landwirtschaft sei, reagiert der Magazinchef gereizt. Ich weiß nicht, die sehen ziemlich glücklich aus, die Kühe hier. Ich weiß, die anderen habe ich jetzt nicht gesehen gerade. Ja. Aber das ist auch letztendlich, ich meine, der Verbraucher möchte das sehen. Und ich meine, wenn der Verbraucher das möchte, warum sollten wir ihm das nicht zeigen? Ja? Ich finde, das ist eigentlich relativ logisch. Ich stelle mir einfach gerne vor, dass es überall so ist. Und ich bin auch bisher so im Urlaub eigentlich nur so, war es überall so. Das ist echt schön. Ach, guck mal, wie sie mir den Blick gibt. Ah, die gibt mir den Blick. Hallo. Ja, die merkt nämlich hier Alpha-Tier, ne? Ja. Ich glaube, die will in die Mopro-Promo rein. Die wird gerne mal ein Porträt-Shooting machen mit uns. Oh. Das ist der Bulle. Das ist tatsächlich der Bulle. Da haben wir jetzt ein bisschen Angst gerade, ne? Ich sehe die Molkereiindustrie nicht in Gefahr für die Zukunft. Ich glaube, da ist alles in Butter und das wird es auch bleiben. Aber natürlich andere Trends, Strömungen sollte man aufnehmen und ich sehe auch keinen Grund dafür, warum solche Pseudo-Molkereiprodukte, wie ich sie gerne nenne, wie zum Beispiel Sojamilch oder Mandelmilch, nicht auch Thema in der Mopro-Promo sein sollten.
Wir werden in einem der nächsten Magazine auch die SoPro als Beilage beilegen. SoPro für Sojaprodukte, wo wir auch coolen, neuen, interessanten Trends auf die Spur gehen werden. Zu einem dieser neuen Trends zählt auch sein Videotagebuch. Jeden Abend stellt der Medienmogul seinen Zuschauern neue Lieblingsprodukte vor. Auch hier ist die Produktion natürlich noch Chefsache. Guten Abend und willkommen hier im Late Night Stay-In auf Mopro Promo. Wir melden uns heute direkt aus der Medien-Mo-Produktion bei uns in der Chefredaktion direkt zu euch. Hier entstehen all unsere Inhalte für YouTube, Twitter, Facebook, Twitch-Streaming, alles genau hier, also genau hier, tiefer Einblick in unsere Redaktion. Wir haben ein schönes Paket reinbekommen und ich dachte, für euch Molkereiproduktfans ist das ein absolutes Highlight. Da müssen wir heute einfach ein Unboxing machen, ja? Und ich zeige euch einmal, was das hier ist, will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben hier, sag ich, das ist ein echtes Highlight, Rücker, alter Schwede, schönes Produkt. Gucken wir hier auf die Verpackung, auch sehr schön gestaltet. Rücker, alter Schwede, nordisch mild. Ah, wir Norddeutschen, ein bisschen unterkühlt, ein bisschen die nüchterneren Typen. Na, da spielt Rücker gerne mit. Ist so in ihr Markenbild drin. Traditionell naturgereift. Ist ein Naturprodukt, tut man noch was Gutes. Guck mal hinten drauf. 50% Fett in der Trockenmasse. Nicht auf der leichten Seite, aber das gibt den Geschmack da rein. Fett ist eben ein Geschmacksträger. Wir haben schön so einen matten Druck hier, ein bisschen mit glänzenden Highlights. Das ist eine schöne Verpackung. Sehen wir von hinten, hier ist eher eine feste Plastikpackung. Und wenn man sich das mal so anhört hier, das macht doch einfach, macht doch Lust auf ein schönes Stück Käse auf dem Brot, oder? Ich glaube, ich mache jetzt genau das, worauf wir uns schon alle freuen. Dieser eine Moment beim Unboxing, wenn die Folie abgeht. Und da werden wir einfach mal ganz ruhig sein, einen Moment Stille. Ah, man sieht direkt, es ist ein sorgfältig verpackter Käse. Man sieht hier zwischen jeder Käsescheibe noch mal ein eigenes Trennpapier, was es noch ein bisschen auseinanderhält, dass es nicht zusammenklebt. Bin ich großer Fan von, das so zu machen. Man sieht schon, wirklich hochwertig verpackter Käse. Guter Käse in einer guten Verpackung, das ist genau das, was wir mögen bei Molkereiprodukten. Da bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer schreibt doch gerne in die Kommentare, was sind eure liebsten Molkereiprodukte und welche wollt ihr mal bei uns in einem Unboxing sehen. Wir versuchen dann, genauso wie für den Rücker, alten Schweden ein schönes Unboxing zu machen. Und ich sag mal, schönen Abend an euch. Lasst ein Like da oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao. Sieht man die Elfi genug? Das ist wichtig, dass man sie sieht. Dass man sieht, dass wir in Hamburg sind, dass wir wichtig und groß sind, ja? Okay, cool. Neben seinen Videotagebüchern hat Hans Arno seit neuestem seine Leidenschaft für Livestreaming auf der Online-Plattform Twitch entdeckt. Klar, auf YouTube zum Beispiel mit unserem Unboxing wollen wir vielleicht eher die Leute erreichen, die es ein bisschen ruhiger mögen, ein bisschen entspannter, die es vielleicht auch mögen, wenn sie ein schönes Audioerlebnis haben, so ein bisschen ASMR-mäßig. Wollen wir natürlich auch mit unseren schön klingenden Molkereiprodukten und unserem Magazin auch abdecken. Ja. Und beim Twitch-Streaming haben wir halt gesehen, dass die Leute eher ein bisschen euphorischer sind. Und deswegen sind wir da auch ein bisschen, gehen wir ein bisschen aus uns raus und glauben auch, dass wir da aber ja, mit einem nüchternen Ansatz auch einen coolen Weg gefunden haben. Ganz einfach! Geschafft! Der aktuelle Hit ist das Videospiel Landwirtschaftssimulator, bei dem der Spieler einen virtuellen Bauernhof bewirtschaftet. Unzählig viele junge Zuschauer kommen, um Hans Arno beim Spielen zu bewundern. Doch es sind seine fundierten Fachkenntnisse zu Molkereiprodukten, weswegen die Fans bleiben. Generell sollte man, finde ich, schon weniger Wasser, mehr Molken erzeugen. Ja, aktuell, ich denke, das ist so ein bisschen wie der Konsument möchte eben das haben, was er haben möchte. Und aktuell fordert eben der Konsument mich an vorderster Front und dem geben wir uns dann natürlich auch nach, ergeben wir uns. Es ist natürlich jetzt keine wirkliche Strategie hinter zu sagen, dass vor allem ich mich darstelle oder dass vor allem ich auf Social Media irgendwie präsent bin. Aber wie gesagt, aktuell kommt das sehr gut an. Ja, und ich glaube, das funktioniert einfach gut. Eins ist sicher. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir den Chefredakteur der Mopro Promo sehen. Was die Zukunft für Hans Arno Müller bereithält, ist noch ungewiss.
Doch was klar ist, Chef der Mopro-Promo zu sein, ist für ihn ein 24-Stunden-Job. Und genau das macht ihn glücklich.